Hallihallo liebe Leute, und heute heißt es Wasserspaß bei Pokémon Trading Card Game 2, wo wir mittlerweile ja das Wasserclubhaus wieder retten wollen von Team GR. Im letzten Part haben wir den Psycho-Club gerettet und GR-Mitglied Nummer 4 erledigt oder besiegt. Ja, jetzt wollen wir nochmal gucken, wie es hier aussieht. Mein Name ist Joshua. Ich bin das einzige freie Mitglied aus dem Wasserclub momentan. Dank Clubmeisterin Amy war es mir möglich, unverletzt zu fliehen. Amy, Sarah und Amanda wurden alle von GR Nummer 3 gefangen gehalten. Du musst uns helfen, GR Nummer 3 zu besiegen, DJ Kerr. GR Nummer 3 ist in unserer Spielhalle, genau wie die gefangenen Mädels. Jedoch wird es dir nicht möglich sein, sie zu duellieren, bis du mich besiegen kannst. Okay. Ja, dann, wenn wir schon dabei sind. Ja, das war jetzt Glück, dass ich ihn direkt angesprochen habe und der dann ein Duell machen will. Okay. Wir werden uns mit 4 Preiskarten duellieren. Los geht's, DJ Kerr. Ankommende Flutdeck. Na gut, ich habe ja ein paar Elektro-Pokémon, deswegen wird ein bisschen lustig. Ach, ernsthaft? Okay, toll. So viel Energiekarten. Ich habe weit mehr Energiekarten gezogen als alles andere. Und nicht mal Weiterentwicklung. So, wir haben schon mal Raichu. Wir haben ein Abra. Wir haben Müll. Ich kann nur ein Abra einsetzen. Er hat aber auch nur eins. Ich denke mal, aber der wird bestimmt noch einige ziehen. Und ich darf anfangen. Sehr schön. Evoli, okay, das ist auch schon mal gut. So, ich spiele schon mal aus. Ich kann Bill einsetzen. Wenn ich jetzt einen Blitzer ziehe, wäre das genial. Osana und Abra, nichts von dem, was ich brauche oder haben wollte. Kadabra hat das natürlich auch getan. So, dann machen wir erstmal Psy-Shock. Ach, hätte mich auch gewundert, wenn ich es hinkriege. Na, Europe hat einen starken Angriff mit Kopfnuss. Ich meine, das zieht 20 ab. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nee, nur 10. Okay, dann ist doch nicht so stark. Na gut, dann ist doch nicht so stark. Ich habe nochmal Bill, okay. Da habe ich jetzt aber gerade mächtig Glück. Psycho-Elektroenergie. Ich sag nichts dazu. Och Mann. Ja, ich muss ja Evoli ja auch noch was geben, fällt mir gerade ein. Ausspielen auf Evoli. Dann machen wir weiter Psy-Shock. So, sehr schön. Paralysiert. Jetzt kannst du mir gar nichts, Jurop. Das heißt, du hast einen Hyperheiler, was ich nicht hoffe. Nee, nur eine Wasserenergie, okay. Ja, sehr schön. Wir können wieder machen. Wir können wieder angreifen. Wir können Nebulak ausspielen. Okay, das wäre natürlich auch sehr praktisch, wenn ich noch ein Apollo kriege. Betonung liegt auf wenn. So, das heißt, du kriegst schon mal auch eine Energie. Und dann machen wir weiter Psy-Shock. Ach, schade. Gut, wir dürfen wieder eine Kopfnuss einstecken. Wäre lustig, wenn ich es trotzdem irgendwie noch schaffe, das Europe zu erledigen vorher. Aber da muss ich wirklich sehr großes Glück haben. Jetzt hat er auch noch einen Krabby. Okay, das heißt, ich muss noch zweimal paralysieren. Dann würde ich es hinkriegen. Moment, was kann Nebulak überhaupt alles? Das muss ich mir gerade nochmal ansehen. Schlafgas und Schicksalsband. Ah, okay, das ist also sowas. Man muss eine Psychoenergie ablegen von Nebulak, damit quasi, das ist ein Prinzip wie beim normalen Pokémon-Spiel auch, damit das Pokémon das Nebulak erledigt, damit in den Abgrund gerissen wird. Ist quasi eigentlich auch was Nettes. Na gut. Also im Prinzip wäre Dings das richtige gute Opfer-Pokémon. Das heißt, ich ziehe
Mavra erstmal zurück und werde Nebulak mal einsetzen. Einfach weil ich nicht weiß, wie das Glück auf meiner Seite ist. So, jetzt wirst du mit mir untergehen, wenn du Nebulak erledigst. Falls ich nicht vorher sogar noch einen Apollo ziehen sollte. Oder es geht nur in der Runde, wo es direkt dran ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Und ich habe keine Psychoenergie mehr, toll. Na gut, zögern wir es hinaus. Schlaf eine Runde. Ich brauche unbedingt noch eine Psychoenergie. Nur eine einzige. Die würde mir vollkommen ausreichen. Aber dazu muss ich erst mal gucken, wie das jetzt überhaupt aussieht. Er schläft noch weiter, okay. Habe ich Glück gehabt. Nun komm schon, gib mir die Psychokarte, die ich brauchte. Ich fress dein Traum. Und tschüss, Jurohop. Nur eine Elektro. Ich brauche unbedingt einen Blitzer. Wie, du hast noch mehr Jurohop? Okay, das fiel mir jetzt erst auf. Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal einschläfern. Ich kriege einen Raichu. Evoli kriegt auf jeden Fall jetzt momentan die ganzen Karten. Mal gucken, ob ich deinen Traum auch nochmal fressen darf. Schade, dass Traumfresser nur 50 abzieht. 60 wäre praktischer, aber Jurohop wacht leider auf. Gut, das ist schon mal richtig blöd. Das ist sowieso fragwürdig, wie kampflos ein Angriff vom Typ normal ein Geist-Pokémon treffen kann. Ja, Kartenspiel-Logik halt. Noch ein Evoli, yay! Ach, ich sehe gerade, ich kann ja sogar noch Trank einsetzen. Warum mache ich das nicht eigentlich? So, ein bisschen Schaden geheilt. Ich hätte die eigentlich theoretisch für Abra auch machen können. Ist jetzt egal. Manchmal denke ich einfach nicht weit genug nach. Und ich habe auch gerade kein Glück, dass dieses Apollo weiterschlafen will, soll oder wie auch immer. Jugung, na toll, jetzt ist es ganz aus. Ja, mit Aurora-Strahl auch noch. Jugung müsste aber schwach gegen Elektro sein, das heißt, ich brauche unbedingt... unbedingt noch einen Blitzer, bitte! Ach, scheiße. Ich wäre auf jeden Fall schwach. Ich habe ja noch nicht mein Pikachu. Ich ist scheiße. Okay, die Runde läuft schon mal nicht so toll. Das ist ja denn, ich krieg's hin, das zu schockieren. Yes, okay, Glück gehabt. Jetzt kann ich das noch ein bisschen hinauszögern. Das ist in dem Fall echt nicht verkehrt. Oh Mann. Da braucht man aber wirklich Glück. Ein einfaches Abra macht ein Jugong halt. Das wäre mal was. Das wäre definitiv der Highlight des Tages. Ach, nur Nebulak. Begreife ich nicht, dass ich einen Blitzer brauche? Scheißdeck. Okay, nochmal Glück gehabt. Ich glaube, ich habe so langsam wieder raus. Versuche mich wirklich jetzt darauf zu konzentrieren, wirklich den Punkt zu finden wieder. Um die Münze wirklich so zu kriegen, dass ich quasi jetzt immer Kopf kriege. Und das Ganze noch möglichst lange hinauszuzögern, um Evoli noch zu einem Blitzer zu kriegen, um dieses scheiß Jugong mit einem Schlag zu erledigen. Von mir aus auch ein Magnetilo, was kannst du? Nur Tackle. Oder halt den magnetischen Sturm. Das brauche ich alles nicht. Gut, versuchen wir es nochmal. Na, ah, diesmal hat es nicht geklappt. Okay. Naja, dann heißt es jetzt lebe wohl, Abra. Okay, es sind noch 50 KP, die ich noch abziehen muss. Ja, du übertreibst doch nur mit Aurora-Strahl. Du hättest eigentlich Eisstrahl machen können. Aber gut, das macht wahrscheinlich Aurora-Strahl, weil es weniger Energie braucht. Die Jugend ist eigentlich so stark in diesem Kartenspiel. Ich habe nur Evoli, weil ich nichts anderes auf der Bank gesetzt habe. Ja, und natürlich kriege ich keinen... Ich könnte es nochmal mit Abra probieren, aber...
Wie viele Preiskarten brauchst du noch? Zwei. Wenn Evoli weg ist, ist es sowieso fast vorbei. Was brauchst du eigentlich für... Gut. Dann spielen wir Magnetilo mal aus. Nein, ich... Ich war zu schnell. Das war jetzt richtig dumm. Ich würde sagen, ich habe so gut wie verloren. Scheiße! Das wollte ich nicht. Ja, toll. Energie-Zurückgewinnung. Und mein Evoli ist jetzt auch Geschichte. Ich hätte Blitzer so gut gebrauchen können. Scheiße. Aber das, was man braucht, kriegt man natürlich nicht. Oder auch doch. Okay, Glück gehabt. Ja, reicht aber trotzdem nicht, weil es nur insgesamt 20 abzieht. Aber besser als nichts. Trotzdem, der Kampf ist jetzt eh gelaufen. Weil ich kein aktives Pokémon mehr auf die Bank gesetzt habe. Ja, der braucht sowieso nur noch einen Preis, von daher wäre es sowieso egal gewesen. Ah, scheiße, ich hasse Yugong. Ich fühle mich gerade deprimiert durch diese Niederlage. Ach man. Abra hat so viel tapfere Arbeit geleistet. Ach man. Ich glaube, ich bin immer noch stark. Aber fühlst du dich gut genug? Möchtest du nochmal kämpfen? Ich will jetzt mal gucken, was denn überhaupt da drüben abgeht. Ah, hier sind sie alle drin. So, GR Nummer 3 bist du wohl? Ich bin GR Nummer 3 von Team GR. Der Wasserclub ist unter meiner Kontrolle. Schau dir diesen Pool an. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Sieh dir einfach mal diese Clubmitglieder an. Sarah, Amanda und Clubmeisterin Amy. Auch wenn Joshua davongelaufen ist, bevor ich ihn einfangen konnte. Dieser kleine Schwachkopf. Aber warum bist du hier? Du möchtest, dass ich sie aus diesem Käfig befreie? Na gut dann, wenn du mich in diesem Duell schlagen kannst, werde ich sie alle befreien. Ich würde mal sagen, ich lasse es drauf ankommen. Allerdings würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Denk mal, Joshua würde uns sowieso nur ein Deck geben. Egal, im nächsten Part knöpfen wir uns Team GR Nummer 3 vor und hoffen, dass wir gegen Team GR Nummer 3 auch gewinnen. Damit wir das, ja, das zweite Clubhaus somit gerettet haben. Deswegen, Leute, lassen wir uns mit Spannung darauf freuen, dass wir Team GR Nummer 3 auch noch schlagen. Bis dahin, auf Wiedersehen!